Hey und willkommen zu einem neuen Video bei TurnOn. Wie ihr sehen könnt, wir haben heute den aktuellsten und heißesten Stuff in Sachen Home Speaker, in Klammern Smart Speaker, für euch zusammengestellt. Bevor wir aber darüber reden können, gibt es für euch erstmal etwas zum Hören. So, jetzt habt ihr die drei gehört. Den HomePod, Sonos mit Alexa und Google Home. Nicht vergessen, Klang ist immer subjektiv. Und je nachdem, wie ihr jetzt gehört habt, sei es über PC-Boxen, Notebook-Boxen, über Kopfhörer, über eure Hi-Fi-Anlage, Fernseher, es wird wahrscheinlich immer unterschiedlich klingen. Das heißt, eigentlich kommt ihr gar nicht drum herum, diese Gerätschaften auch wirklich mal selbst auszuprobieren. Im besten Fall im Laden oder in euren eigenen vier Wänden. Ist natürlich nicht ganz einfach, aber um das euch ein bisschen einfacher zu machen, bin ich jetzt hier, um herauszufinden, welcher dieser Speaker für euch geeignet sein könnte, im besten Falle. Fangen wir an mit Google Home. Unabhängig jetzt davon, was ihr gehört habt, beziehungsweise wie das Klangbild für euch war, es ist im Grunde der kleinste in der Runde und der qualitativ mäßigste, wenn es um das Thema Soundqualität geht. Aber der Vorteil ist hier, wenn es smart sein soll, habt ihr hier natürlich den kompletten Zugriff auf Google bzw. den Google Assistant. Ihr könnt damit viel machen, ihr könnt spielen, ihr könnt dem Dinge fragen. Wir haben dazu ja auch schon ein Video gemacht, könnt ihr auch sehr gerne mal angucken für weitere Details. Hier habt ihr also im Grunde die geballte Wissenspower, die es aktuell bei künstlicher Intelligenz gibt, in diesem Lautsprecher vereint. Nur habt eben Abstriche in Sachen Klang, aber für eine Hausparty, hey, ist in Ordnung. Erweiterungsmöglichkeiten durch Anschlüsse und Co. gibt es hier nicht. Per Netzteil müsst ihr euch zufrieden geben, das Ganze anzuschließen. Auch nicht per Micro-USB oder sowas. Schade. Nächste Stufe wäre dann der Sonos. Jetzt auch mit Alexa. Im Grunde ist das hier die Kombination aus den beiden, die links und rechts stehen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Das bedeutet, ihr habt hier mehr oder weniger was Smartes drin, weil Alexa, dafür aber relativ gut bzw. ziemlich gute Klangqualität. Nicht vergessen, auch wieder subjektiv. Bedeutet, dass Alexa, das hier drauf ist, ist eher so ein halbes Alexa. Manche rudimentäre Funktionen wie Play, Pause, Zurück, Vor sind immer noch ein bisschen buggy bei einem Musiklautsprecher. Und das, was man sonst kennt, was man mit Alexa machen kann, geht auch nur eingeschränkt im Vergleich zu einem Echo beispielsweise. Aber ihr habt hier die Möglichkeit, weil es eben das Sonos-Ökosystem ist, es auch in euer System mit den Playbars und wie sie alle heißen von Sonos einzubinden und es sogar auch als Heimkino bzw. Multiroom, also Mehrfach-Speaker-Setup zu nutzen. Habt auch hinten die Möglichkeit, per Netzwerkstecker das Ganze einzubinden. Es muss also nicht nur kabellos sein. Bedeutet, hier ist also eigentlich das Komplettpaket aus Smart und Modularität und Qualität in Sachen Klangqualität das kompakteste bzw. geeignetste für alle, die allround unterwegs sein möchten und viel herumprobieren wollen. Der HomePod ist von allen auch der teuerste mit etwa 350 bis 400 Euro, je nachdem wie es bei uns dann sein wird. Aktuell $350 sind die hier noch alle weit, weit drunter. Der Vorteil ist hier, dass sich der HomePod komplett in das Apple-Ökosystem einbinden lässt mit einem Tab, einem Klick. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Checkt das mal aus, wie einfach das gehen kann. Nachteil ist hier, dass er im Gegensatz zu den beiden anderen dumm ist. Er ist zwar mit Siri connected, aber auch nur so eine halbe Siri. Wir kennen ja Siri von den mobilen Geräten schon, beziehungsweise von den Desktop-Geräten. Und das ist dann doch eher eine mehr oder weniger nicht so smarte Lösung. Aber wenn ihr ein Apple-Ökosystem besitzt, auch mit HomeKit und auch iMessage benutzt und sowas, seid ihr damit auf der sicheren Seite, dass auch gleich von vornherein alles funktioniert und ihr es so, wie ihr es gewohnt seid von iOS und Co., es auch so weiterhin nutzen könnt. Aber in Sachen Klangqualität hat der HomePod den beiden Welten Vorsprung. Nicht nur aufgrund des subjektiven Sounds, sondern auch aufgrund des faktischen Sounds und den Features, die damit reinspielen. Es sind mehrere Lautsprecher, ist eine ganz unterschiedliche, eine ganz andere Art und Weise, den Sound wiederzugehen, als beispielsweise bei Sonos oder bei Google Home. Das bedeutet also,
Diejenigen, die audiophil unterwegs sind, sollten definitiv sich mit dem HomePod anfreunden, auch wenn es an Modularität hier momentan hapert. Multiroom ist nicht möglich, AirPlay 2 fehlt noch und Geschichten wie Heimkinosysteme daraus zu bauen, auch wenn es die Qualität erlauben würde, ist bisher auch nicht möglich und erstmal auch nicht geplant. Ich sage so oft noch, weil der Rollout noch ansteht. Irgendwann 2018 wird es soweit sein, dass es auch weltweit verfügbar sein wird und was dann softwaretechnisch eventuell noch nachgerüstet werden kann, was eventuell sogar ihn hier alt aussehen lassen könnte. Who knows? Vielleicht wird auch nichts passieren, dann wisst ihr ganz genau, das hier ist die audiophile Region, das hier ist für Allrounder und das hier ist für Leute, die es nur smart haben wollen. So. Das Tolle ist aber, man kann den noch individualisieren und die nicht. Man kann diese Kappen, gute Idee, ich kaufe mal so eine Kappe. Bis dann. Hey Siri, Alexa, okay Google, mach das Licht aus.